Hallo, liebe Hawkies, und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zu Hawk's Rest, unserer Taverne inmitten eines Märchenlandes. Ihr Lieben, wir sind mittlerweile stolze Besitzerinnen eines Hühnergeheges. Hier guckt mal, unsere Hühner, mittlerweile waren sie fleißig. Vier Stück haben wir schon, definitiv viele, und die haben auch schon Eier gelegt. Aber leider sind unsere Hühner noch nicht so glücklich. All dieweil es hier nämlich in der Nähe Hornissen gibt, wie uns unsere weise Kuh berichtet hat. Es das bedeutet, dass wir jetzt diese Hornissen Nester abfackeln müssen. nee, drei Bären. Warte mal, die richtige Quest hier, zerstöre die Hornissennester, genau. Vier Stück, die sind irgendwo da drüben. Bei den Hornissen waren wir ja auch schon mal vor einiger Zeit. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das kritisch werden könnte, ganz ehrlich. Also gucken wir einfach mal. Gehen wir einfach mal dahin und gucken, was die mit uns machen. Die haben uns ja schon, als wir das erste Mal da waren, haben die uns ja schon doch schon deutlich spürbar mit ihrem blöden Gift bespritzt. Guck mal, da ist wieder ein Beutefass her damit. Ja, mit dem Beutefass. Was übrigens ganz lustig ist, und das finde ich ziemlich gut, oh, Regenerationstrank, sehr schön. Was machst du? Regeneriert Gesundheit über Zeit. Das glaube ich, könnte durchaus sinnig sein, es vielleicht hier einzusetzen. So, wir brauchen die Fackel. Vorne ist das erste Nest. Weiß nicht, können wir uns denn anschleichen? Ich glaube ja nicht, dass die sich. Oder soll man einfach wetzen? Ich weiß auch nicht. Da drüben ist das zweite. Ich probiere es einfach mal. Ansonsten nehmen wir halt den Regenerationstrank. Genau. Was interessant ist hier, ist, sobald du das Spiel beendest und neu startest, hast du wieder volle Gesundheit. Finde ich sehr angenehm. So, jetzt haben sie uns erwischt. Wir machen halt gleich ordentlich Schaden. Gut, einmal anbrennen reicht nicht. Okay, irgendwas sagt mir, wir sollten einen Regenerationstrank nehmen. So, eine haben wir weg. Was müssen wir nochmal anzünden? Einmal reicht nicht. Wie ungut. Flugviecher, ihr wisst. Okay, und wo sind die nächsten? Ich glaube, da drüben ist eins, oder? Ja. Da müssen wir über die Brücke. Aber man hat gar keine Zeit, hier rumzugucken, ob irgendwelche Pilze oder so wachsen. Weil wir haben ja schon Pilze gefunden. Da drüben ist eins. Ich hoffe, dass meine Fackel ausreicht. Die Frage ist, ob wir die auch mit dem Dings. Wo ist das nächste? Komm, irgendwo muss noch eine sein. Hilfe! Boah, ist das heftig! Wo ist denn das zwei, wo ist denn das vierte? Hilfe! Gib Gas, gib Gas, gib Gas! Na gut, dann zünden wir erstmal das an und dann gucken wir, wo das vierte ist. Wo ist denn das vierte Nest zum Henker? Zeig's mir bitte an. Das vierte Nest. Ich habe keine Ahnung. Ach komm, du zeigst mir das vierte Nest nicht an. Echt jetzt? Doch, da hinten. Jetzt, alles klar. So, ist es auf der Seite oder auf der anderen Seite? Ich glaube, das ist auf der anderen Seite. Das ist das, was wir von da drüben gesehen haben. So, dann sind meine Kühe happy. Das ist wunderbar. Dann sprechen wir nochmal mit der weisen Kuhdame. Jetzt ein bisschen weg da und gleich nochmal anzünden. Und die mich erwischen. Die erwischen mich safe. Jetzt nix wie weg hier. Nix wie weg hier. Schnell, 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 gib Gas. Gib Gas. Ob wir auch angeln können, bestimmt jede Wette. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um die Hühner und kümmern uns erstmal um unsere Kneipe. Nach wie vor, ihr Lieben, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als unsere Taverne zu leveln. Das ist wirklich nötig. Ich nehme mal die Axt.
als sich uns irgendetwas in den Weg stellt? Die Welt erkundet haben wir auch noch nicht so richtig. Oh, da sind... Hallo, was sehe ich da? Ein Apfelbaum, oder? Yes! Äpfel! Juhu! Ja, super! An apple a day keeps the doctor away, you know. Okay. Auch irgendeinen Weg hin? Jetzt gucken wir uns alles mal in aller Seelenruhe an. Jetzt ist erstmal Taverne leveln angesagt, ihr Lieben. Es gibt also auch Äpfel hier. Müssen wir die Augen offen halten? Ah, ich hätte mir den Apfelbaum genau angucken sollen, dass ich weiß, wie er aussieht. Jetzt mal abgesehen davon, dass eben die Äpfel so rot in den Wipp der Baumkrone hängen. Mehr Äpfel? Keine Ahnung. So, aber jetzt erstmal mit unserer Kuh sprechen. Und dann, ihr Lieben, Triggerwarnung, wir werden gleich mal ein paar Hühner schlachten. Hey Kuh, wir haben es Hello, geschafft. cow. Oh, the hornets left you alive. All good, just a few Hab das extra klug holes. Gemacht, Kuh. Happy for Extra you. Löcher, ja. Listen, cow. You've done so much for me. You're so warm to me, just like my dad, even though I'm an orphan. Looks like childhood was happy. I want to thank you by cooking a dish of your choice. All right. I've always wanted to try a sweet cupcake. Great. Cupcake It will be Muffin. The sweetest cupcake of your life. Ah, shit, da brauche ich den As long as Ofen. it's not the last one in my life. Da brauchen wir den Ofen. So, jetzt, wie gesagt, Triggerwarnung, Leute, guckt weg. Schlachten von Tieren zum Zwecke der Ernährung. Tut mir leid, Huhn. Aber allzu viele Hühner sollten wir hier nicht immer drin haben, glaube ich. Weil die ja sonst unsere Ressourcen, also vor allem die Gerste, ständig wegfressen. Also gucken wir mal, dass wir möglichst nur zwei halten. Ja komm, nehmen wir das Bunt, nehmen wir das Weiße. Oh, mittlerweile haben sie auch Eier gelegt. Dann sammeln wir mal die Eier ein. Ich hoffe, dass sie recht eifrig Eier legt. So ist da. Gefressen haben sie auch noch. Naja, immerhin, guck mal, fünf Stück. So, und dann müssen wir einen Muffin... Ah, sechs. Dann müssen wir den Muffin backen. Dazu brauchen wir den Ofen. Der kostet bitte was, lieber Händler? Ich glaube nicht, dass wir genug Geld haben. Das heißt, ihr Lieben, wir machen erstmal weiter mit der Tavernenroutine. Guckt mal, Hawk's Rest, das ist nicht cool. So, was kostet der Backofen? Wo ist er denn? 400. Okay. Da sind wir nicht mehr allzu weit von entfernt. Dann müssen wir aber erstmal wieder hier... Oh, ja, neue Kisten brauche ich auch. Unbedingt. Ich muss ja das Zeug irgendwo sinnig und einigermaßen übersichtlich verladen. Nehmen wir erstmal... Machen wir hier erstmal leer. Am besten bauen wir gleich nochmal Gerste an. Haben wir noch Hopfen? Haben wir noch Hopfen? Wir haben keinen Hopfen. Ja gut, dann gibt es Starkbier. Da brauche ich nämlich keinen. Hopfen kann ich leider nicht anbauen. Da gibt es keine Samen. Ich habe Samen gesehen für Trauben. Für Mais, für Gerste, Karotten und noch irgendwas. Kartoffeln, genau, Kartoffeln. Aber keine Samen für Hopfen. Das heißt, den blöden Hopfen müssen wir also immer kaufen, wenn wir Bier machen wollen. Und der ist mit 140 Gold nun nicht unbedingt ein Schnäppchen. Das heißt, wir machen mal wieder jetzt hier die Schmalspurkneipe auf. Da gibt es dann Starkbier. Und es gibt Maiskolben. Wir bauen noch mal ein bisschen Gerste an. Davon braucht man eine ganze Menge. Aber ich denke, dass wir irgendwann bald
den zweiten Anbauplatz freigeschaltet haben. Jetzt mal gucken, bei welcher Stufe. Stufe 10 und wir haben Stufe 8. Also allzu lang wird es nicht mehr dauern. Okay, alles klar. Ohne Ofen kein Muffin, so viel ist klar. Aber ich habe so das Gefühl, man rennt hier dem immer hinterher. Papier. Kohle. Weil ich komme gar nicht dazu, was aufzubauen an Kohle. Das ist wirklich schrecklich. Dabei hätte ich so gern einen zweiten Wassereimer. So, es gibt Starkbier, das ist klar. Und gekochten Mais. Hühner haben wir noch nicht genug. Und dann können wir ganz schnell den... Genau. Gekochten Mais und Starkbier. Da können wir, glaube ich, relativ schnell... den Ofen kaufen. Und dann bringen wir unsere Waisenkuh. Der alten Dame bringen wir dann den Muffin. Ich stelle mir das so vor, Leute. Also, wenn wir die automatische Maschine haben. Warte, ich mache uns mal eine Musik an. Lass uns Musik anmachen. Ich bin mal gespannt, ob das noch mehr Songs werden, abhängig von der Dings. Von der Level, vom Level. Was haben wir an Sauberkeit? 100%, okay. So. Der Mais dürfte auch bald gewachsen sein. Gott sei Dank geht das recht flott. Bist du schon gewachsen, Mais? Ach Quatsch. Das ist Blödsinn. Mais habe ich ja im Dings. Mais habe ich doch im Inventar. So, erstmal vorkochen. Also ich stelle mir das so vor. Drei Grillstellen, drei Kochstellen. Die Kochstellen hier, die Grillstellen da drüben. Den Ofen. Ja, vielleicht passt er hier hin. So, irgendwie stelle ich mir das vor. Und dann braucht es eben viele Kisten, um die Vorräte auch... verstauen zu können. Ah, Mais rein. Teller braucht es unbedingt auch noch, Leute. Ich habe einfach nicht genügend Teller. So, und noch mehr Mais. Für meine hungrigen Kunden. Und auch gleich die Spüle aufladen. Ja, it's a busy day today. Liebe Horkies. It's busy day. Woher kenne ich das? Dieses busy day? Today? Aus irgendeinem Spiel? Fällt's euch ein? Ich habe echt nicht genügend Teller. Nur 8 Teller. Das ist ein bisschen wenig. Damit kann man nicht viel werden, glaube ich, mit 8 Tellern. Stellen wir das mal ab hier. Dann habe ich 2 im Inventar. Dann kommt noch... im Inventar. Irgendwie muss man da den Überblick bewahren. Ich weiß noch nicht so genau wie. Aber das wird schon. Da werden wir uns schon unser System in jedem Fall, denke ich, auf irgendeine Art und Weise so nach und nach erschießen. Und irgendwann haben wir auch genügend Kohle, Leute, für unsere Helferchens. Jetzt sind wir aber vollgerumst hier.
Ich habe erst eine Kiste. Ja, ich hatte einfach noch keine Kohle, mir Kisten zu kaufen. Das ist echt. Die Eier reinlegen, diesen Apfel putzen und Heilmittel vielleicht. Dann machen wir die Kneipe auf. Ist schon wieder Abend. Ich finde, dass der Tag-Nacht-Wechsel hier ziemlich schnell ist. Dick zu schnell, finde ich. Weil man wagt sich da ja gar nicht raus in die feindliche Umwelt. Okay, alles vorbereitet. Es kann losgehen. So, wir haben 15 mal Mais und 20 Starkbier. Das reicht dann in jedem Fall für den Ofen. Oh Gott, ich komme gefühlt nie zu diesem automatischen Geschirrspüler. Ja, oder wir lassen die Dings ein bisschen warten, die Kuhmuh. Oder vielleicht verdienen wir genug, um beides zu kaufen. Und wenn wir das haben, den Ofen und die Kuhmuh, also den Ofen für die Kuhmuh und die Kuhmuh und den Geschirrspüler, dann werden wir auf die Helferchen sparen. Und irgendwann gucken wir uns dann mal in aller Seelenruhe die Welt an, weil allzu viel haben wir da ja bislang noch nicht geleistet. Was uns die Erschließung der Welt angeht. So. Apfelbäume. Da müssen wir drauf achten, auf Äpfelbäume und auf Pilze. Das können wir eigentlich schon kochen, alles. Ach so, kann ich gerade nicht sehen. Dann gucken wir, dass wir am Ende drei Herdstellen und drei Grille haben. Ich glaube, da passen drei hin. Dann haben wir noch Platz für den automatischen Geschirrspüler. Von dem werde ich noch träumen. Ja, er ist Mais, da verdiene ich am meisten. Bin froh, wenn ich nicht mehr spülen muss, sondern es bloß noch in die Maschine stellen. Oder es mein Putzhelferchen machen lasse. Und wenn wir die Putzhelfer und den Servierhelfer haben, dann können wir auch, mal gucken, Sauberkeit. Hier steht 100%, aber da sind witzigerweise Spinnweben. Statistik ist irgendwie merkwürdig. Ui, zwei. Wetten, dass der nachher da hängt und besoffen ist. Jede Wette. Ich meine, ich habe kein Problem mit besoffenen Menschen, sofern sie friedlich sind. Bin mal gespannt, ob da auch irgendeiner mal irgendwann peksig wird. Oder ob sie nur grunzen, wenn man sie mit dem Besen rauskehrt. Finde es gut, dass man die mit dem Besen rauskehren kann. Ist irgendwie lustig. Jemand von euch hat es ja auch kommentiert. Yes. Wir haben den Ofen. Es geht voran, Freunde. Haben wir nichts? Ja, siehst du, ich wusste es doch, ne? Eldrick oder Edrick. Es war doch völlig klar. Du verträgst halt nichts, ne? Wenn du da zwei Starkbierkrüge, dann ist er besoffen. Okay, also, ich würde mal behaupten, dass die Herrschaften hier nicht besonders trinkfest sind. Ne, so drängt sich einem doch die Vermutung auf. Ich möchte jetzt Geschirr nicht sammeln, weil ich insgesamt zu wenig habe. Deswegen sammle ich das Zeug auch gleich ein und schick's. Und spül's gleich.
okay. Er gestikuliert wild. Das wäre irgendwie schon cool, ne, wenn wir uns mit den Leuten auch noch unterhalten könnten. Oh, was es noch gibt, ist nachher irgendwas zum Whisky brennen und eine Saftpresse. Okay, Magnus braucht bloß ein Bier und ist drunken. Sei nur vorsichtig, Theobald. Offensichtlich ist mein Starkbier ziemlich heftig. Jedenfalls liegt die Vermutung nahe. So schnell besoffen, wie die sind. So, den Ofen haben wir, Leute. Hat der gekostet, ich glaube, 600, oder? Erinnere ich mich falsch? Weiß es nicht genau. Ich glaube, 600. Wenn hier nichts los ist, hole ich kurz Wasser. Warte mal, falls hier ein Zombie kommt. Ich frage mich auch, warum es ausgerechnet ein Zombie sein muss. Da kann man noch einen Tisch hinstellen. Da ging noch einer. Auch das gilt es dann irgendwann zu bedenken. Vorausschauen, planen, Freunde. Wir werden das erste Haus am Platz. Was kein großes Problem sein dürfte, weil unsere Heldin hat der Kuh ja erzählt, dass sie die einzige Kneipe hier ist. Leute, esst Mais. Und die wollen alle bloß trinken, liegt es an der Uhrzeit. Ja gut, es ist nachts um drei. Das heißt, es ist wieder Zombie-Zeit, würde ich behaupten. Die greifen mich an, während ich hier am. Kann ich noch irgendwo stark? Da siehst du. Oh, zwei bedienen. Sehr schön, Helena. Helena mag. Und dann setzt man das Fass hier ein, dann langt es uns vielleicht. Könnte mir eigentlich noch zwei oder drei. Fässer tun wir wieder weg. Wieso habe ich eigentlich so viele Fässer? Habe ich irgendwelche gekauft? Aber wir müssen das irgendwie. Irgendwie müssen wir das systematisieren. Ich weiß sonst nachher nicht mehr, wo was war. Weil wenn du nachher lauter Kisten rumstehen hast und du nicht mehr weißt, wo was ist, wo in welcher Kiste was ist. Dann hast du ein Problem. Ich habe die Hoffnung, dass wir uns beides leisten können. Sowohl als auch. Also den Geschirrspüler und den Ofen. Es wäre ja super geil, ey. Ja, und dann braucht man als nächstes erstmal, glaube ich, mehr Geschirr. Ja, und irgendwann Kisten. Es wird wohl noch ein bisschen dauern, bis wir unsere. Helfers kaufen können. Befürchte ich. Und noch ein bisschen Mais hier. Haben wir noch ein Bier? Bierkrüge? Legen wir mal. Wir können auch eine Presse kaufen und wir kriegen Fass mit Traubensaft. Sehr schön. Ah.
Oh, schnell Bier nachlegen. Und spülen. Da ist schon wieder einer drunken. Die vertragen nichts hier. Beide zwei sind betrunken. Echt jetzt? Ulrich, mach, dass du Beine kriegst, wenn du nichts verträgst. Das ist ja schrecklich. Upp, weiß meine Krüge nicht weg. Ich hab zu eh so wenig. Echt jetzt? Unglaublich. Eh zu wenig Geschirr und dann schmeißen sie die Krüge noch in der Gegend rum. Was passiert, wenn man denen Whisky kredenzt? Frage ich mich, wenn die schon nach einem Starkbier oder nach einem Bier so besoffen sind. Was gucken wir? Haben wir noch so einiges? Meist noch 3, 4. Und 3, 4, 5, 6, 7. 7 Bierkrüge. Okay, also ich denke, wir können uns beides leisten. Und dann kaufen wir vielleicht auch nochmal Hopfen. Weil wir am Bier unterm Strich mehr verdienen. Warte, dass man den nicht selbst anbauen kann, den Hopfen. Ah ja, na siehst du. So, wer hat sich da die Schuhe nicht abgetreten? Eieiei. Oh Gott, jetzt aber. Jetzt aber. Na gut, viel mehr Plätze habe ich ja auch gar. So, dann was willst du, Maus? Papi. Mais. Noch ein Mais. Damit ist Mais leider alle. So leid es mir tut. Man muss da echt im Hintergrund immer mitrechnen. Oh, es tut mir leid, dass ich kein Mais mehr für euch habe. Es gibt bloß noch Bier. Macht mich reich. Ich brauche einen Ofen und einen Geschirrspüler. Kommt her, Freunde. Ich glaube, einen zweiten Wassereimer braucht's auch, ey. Aber das schieben wir jetzt erstmal nach hinten. Ihr seht schon, wie ich im Kopf plane, aber so muss das sein, liebe Freunde. Wenn mich schon so ein kleines Aufbauspiel so auf Trab hält, frage ich mich, was mit komplexeren ist. Damit wäre ich, glaube ich, komplett überfordert. So mit einer Städteverwaltung oder Städtesimulation. Oh, ich glaube, das wäre mir viel zu anstrengend. Wenn dann auch noch irgendwelche Zufallsereignisse kommen, wie in manchen Simulationen. Was weiß ich, bei Anno oder so kommt dann plötzlich die Pest. Bemächtigt sich deiner Stadt, die du gerade so mühselig aufgebaut hast. Also, so Zufallsgeschichten hast du hier ja jetzt. Ja, abgesehen von den Zombies, die angreifen. Ja, wunderbar, dann machen wir die Pinte zu. Nein, der will zwei. Gut, dann machen wir zu. Wir haben ja noch hier einen Bierkrug stehen. Weil ich glaube, habe ich gesehen, man kann die Bestellung nämlich auch ändern. Dann sind alle zufrieden. Ja, du solltest den Bierkrug natürlich auch mitnehmen. Ach, Diana, Frau Everglade. Please go. Also wenn da mal wieder eine Singende ist, dann lass man die sitzen, solange sie singt. Jetzt geht's ans Einkaufen, Freunde. Ich liebe es.
Saftpresse ist auch freigeschaltet worden. Und wir haben einen Traubensaft was bekommen. Da ist die Frage, ob wir uns nicht vielleicht auch noch den neuen Fasshalter holen. Gar nicht abbauen. Na gut, liegt vielleicht daran, dass Wasser drin ist. Kommt mir gerade so in den Sinn. So, ich weiß, wie lange wir schon spielen, Leute. Muss mal kurz gucken, wie lange spielen wir denn schon? Ich sollte mir angewöhnen, auf die Uhr zu gucken, wenn ich spiele. Wir sind bei 31 Minuten. Gut, ich glaube, dann werden wir uns einfach noch den Geschirrspüler holen. Heute. Und den Ofen. Bauen wir dann auch auf. Und das soll es dann für heute gewesen sein. Ja, das reicht locker für beides. Na? So. Also. Wir brauchen hier den... Genau. Und wo ist der Ofen? Ja, 400. Hey, da haben wir ja noch übrig. Dann glaube ich, dass wir noch 10 Teller kaufen. Tellerregal. Und noch ein Fasshalter. Genau. Dann sind wir wieder pleite. Aber jetzt, ihr Lieben, bauen wir das noch auf. Gut, den kann ich nicht abbauen gerade. Da muss wahrscheinlich erst das Wasser raus. Das heißt, dann bauen wir den halt da hinten hin, oder? Das ist ein Irregerät hier. Die Maschine. Da muss ich jetzt erstmal gucken, dass hier das Wasser rauskommt. Da habe ich 2 Tellerhalter. Dann baue ich mir hier noch einen hin. Dann kommt der Ofen. Direkt bei der Spülmaschine. Das ist doch gar nicht dumm, oder? Oh, jetzt der Ofen. Ob der hierher passt. Da würde er mir gut gefallen. Da ist die Tür im Weg. Aber irgendwie geht's. Wie weit kann ich? Da noch ein Tellerhalter. Ich hoffe, der passt hin. Yes. Ja, super. Jetzt könnte man einen Muffin backen. Das machen wir vielleicht noch, oder? Jetzt mal gucken, was wir für einen Muffin brauchen. Dann bringen wir der Kuh den Muffin noch. Wir brauchen Gerste. Aber ich will ja erstmal nur einen Muffin. Auch 2 Gerste. 2 Eier und Honig. Ich hab keinen Honig. Wo kommt der Honig her? Eier haben wir. Erste auch. Ich habe keinen Honig. Und keine Kohle. Ja, dann muss die Kuh noch warten. Auch erst Honig. Weiß nicht, ob die Hornissen den haben, möglicherweise. Wobei ich das sehr ungewöhnlich finde. Wenn Hornissen Honig haben, aber egal. Ja, ihr Lieben. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch natürlich einen schönen Tag. Einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.